Etwa 40 Zuckerwürfel finden sich in einem Liter Cola. Viele Kinder mögen den Geschmack, bei Eltern und Zahnärzten hält sich die Begeisterung in Grenzen. Eine Völkermarkterin hat jetzt einen natürlichen Sirup hergestellt, der nach Cola schmeckt, aber kein Koffein und deutlich weniger Zucker enthält. Völlig unscheinbar wachsen diese Stauden in Obersilach bei Völkermarkt. Aber nicht selten steckt viel Potenzial in unauffälligen Dingen. In diesem Fall steckt viel Geschmack im Cola-Strauch. Alexandra Riepel hatte dafür den richtigen Riecher. Als Kräuterpädagogin ist mir das Kraut zwischen die Finger gekommen. Es hat so herrlich nach Cola gerochen und da war für mich klar, es gibt nichts, aus dem man nicht was machen kann. Und ich habe einfach probiert. 2 Jahre lang hat sie gemeinsam mit ihrem Mann Gernot experimentiert. Denn von der Cola-Staude können Findige zwar fast alles nutzen, aber nicht alles schmeckt. Man muss nur wissen, wann man sie schneidet, wie man sie schneidet und wie man die Blätter bearbeitet. Also alles werde ich nicht verraten, ja? Aber wie gesagt, also je feiner, desto besser. Es ist natürlich viel Handarbeit dahinter und ja, man muss mit Liebe zum Kraut dazugehen, sonst wird es nichts. Die gelernte Floristin ist ein leidenschaftlicher Cola-Fan. Aber zu viel Zucker und Koffein schaden ihr und ihrer Tochter. Deshalb verzichtet die Völkermarkterin auf die Cola-Nuss. Dort steckt das Aufputschmittel. Dieses Kraut, die sind Gärtner dabei gewesen haben, das stammt ja von der Eberraute ab. Ich gehöre zur Familie der Eberraute, hat nur den Geschmack drinnen, ist organstärkend, verdauungsfördernd. Das sind die Eigenschaften, die das Kraut hat, auch nachzulesen in jedem Kräuterbuch. Und den Geschmack, den die Kinder so lieben. Positiver Effekt, kein Koffein, deswegen dürfen sie davon am Tag mehr trinken. Natürlich ist der süße Saft, weil keine Zusatzstoffe oder Chemie hinzugefügt werden. Konserviert wird ausschließlich mit einer der einfachsten Methoden der Welt. Der Geschmack ist schon drin, wir setzen hier das an, das reine Wasser mit dem Cola-Kraut. Damit ist das Wasser gesättigt vom Geschmack her und von den Inhaltsstoffen. Wir setzen das auch kalt an, wir erhitzen nichts, somit bleiben auch vollkommen die Inhaltsstoffe erhalten. Und dann kommt der Zucker dazu und mit Zucker wird das haltbar gemacht. Der Cola-typische dunkelbraune Farbton fehlt hier völlig, denn dieser wird nur über Lebensmittelfarbe hergestellt. Darauf verzichtet die 44-Jährige, die rund 6000 Liter im Jahr von dem Cola-Staudensaft produzieren kann. Die kinderfreundliche Durstlöscher-Variante ohne Koffein ist das Hauptprodukt der Völkermarkter. Familie Riepel geht die Arbeit bei rund 30 Produkten aus eigenem Anbau bestimmt nicht aus. Ja, genau, das machen wir. Das nehmen wir. Jetzt nehmen wir den Loch raus, weil der schlägt.